Hallo, willkommen zurück zum Arbeitsblatt Strahlensatz. In diesem Video wollen wir uns ein Bifi-Beispiel ansehen, und zwar die Bifi-Aufgabe mit der Aufgabennummer A-211. Das Bifi-Beispiel hat den Namen Tennis in Klammer 2 und hier interessiert uns die Aufgabenstellung von B. Es geht hierbei um ein Tennisspiel zwischen den Spielern A und B. Der Spieler A schlägt den Ball in einer Höhe von 2,3 Metern auf und schießt den Ball in einer geraden Linie zum Spieler B. Zwischen A und B ist am Boden ein Abstand, so wie es hier eingezeichnet ist, von 6,4 Meter von B bis zum Netz, von 6,4 Meter bis zu der Linie und von 5,5 Meter schlussendlich bis zum Fußpunkt von A. Wir wissen außerdem, dass das Netz eine Höhe von 1 Meter hat und wir wollen jetzt nachweisen, ob der Ball über das Netz geht. Hierzu bietet es sich an, den Sachzusammenhang nochmal einfach aufzuzeichnen. Ich zeichne jetzt noch einmal diese Skizze vereinfacht dar. Und zwar haben wir hier einmal den Spieler B bis zum Fußpunkt von A, den ich bezeichne mit FA. Von Fußpunkt von A bis zum Spieler A, der gerade den Ball aufschlägt, habe ich eine Höhe von 2,3 Meter. Der Ball fliegt in einer geraden Linie von Spieler A zum Spieler B. Zwischen Spieler B und Spieler A ist dann noch das Netz, welches einen Meter hat. Wir wissen aber nicht, ob der Ball hier beim Netz jetzt eine Höhe von einem Meter hat. Somit bezeichnen wir die aktuelle Höhe des Balles beim Netzes mit einer Variablen x. Außerdem wissen wir noch, dass die Entfernung vom Spieler B bis zum Netz 6,4 Meter ist. Danach bekommt man dann noch den Abstand vom Netz bis zum Fußpunkt von A, indem man die 6,4 Meter entlang geht und auch die 5,5 Meter. Also die Summe von den beiden Abständen, was zusammen 11,9 Meter ergibt. Jetzt kann ich noch ein paar Winkel einzeichnen. Diesen Winkel bei B benenne ich Alpha und zusätzlich weiß ich noch, dass das Netz in einem rechten Winkel steht und dass der Spieler A auch in einen rechten Winkel in die Höhe springt. Somit ergibt sich aus den beiden Dreiecken, ich nenne dieses Dreieck B Fußpunkt von Netz und Netz und das größere Dreieck BFAA. Diese zwei Dreiecke haben die gleichen Winkel deswegen, weil sie einerseits den Winkel Alpha gemeinsam haben, andererseits auch einen rechten Winkel gemeinsam haben und somit laut der Winkelsumme auch den dritten Winkel gemeinsam haben müssen. Es handelt sich hierbei also um zwei ähnliche Dreiecke. Somit kann ich nun den Strahlensatz verwenden, indem ich die Seitenlängen in Beziehung setze. Und zwar die Seitenlänge von dem größeren Dreieck, welches sich ergibt aus die 6,4 Meter plus die 11,9 Meter hier am Boden. Das ist nun diese Seitenlänge, dividiert durch die dazugehörige Seitenlänge vom kurzen Dreieck, steht im gleichen Verhältnis wie die Höhe vom großen Dreieck dividiert durch die Höhe vom kleinen Dreieck. Nachdem man diese Gleichung nun nach x auflöst, erhält man die aktuelle Höhe des Balles beim Netz. Ihr könnt nun das Video pausieren und die restliche Rechnung selbstständig lösen. Ich werde dann die fertige Lösung einblenden. Nachdem wir die Gleichung nach x aufgelöst haben, bekommen wir eine Höhe von
0,804 Meter heraus. Somit landet der Ball im Netz, da das Netz 1 Meter hoch ist und der Ball aber beim Netz eine Höhe von 0,8 Metern hat.